Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Enslaved. Wir sind hier am Anfang der Brücke stehen geblieben, kurz vor einem, nehme ich an, wilden Gefecht mit vor uns drei Max und auf der linken Seite gibt es zwei davon. Da ist ein Elektrofuzzi dabei und die anderen sind die mit den Hackebeilhänden. Bevor wir da weitermachen, denke ich, wir werden da kurz einmal upgraden und schauen, was wir uns Gutes tun können. Wir sind hier bei Gesundheit. Das brauchen wir zuerst nicht. Wir werden schauen, dass wir ein paar andere Sachen finden. Blockstärke und so brauchen wir auch nicht. Wir werden einmal den Stab upgraden, denke ich. Die Feuerrate könnten wir erhöhen. Dann die Munitionsaufstockung. Stun-Dauer, erhöht die Dauer. Die zwei Dinge klingen ja gut, oder? Dann nehmen wir das, das. Dann den Plasma-Durchschuss. Ja, der kommt gut. Plasmaschaden, das wäre zu viel des Guten. Und zur Abwechslung einmal gleich einmal zum Kampf. Vielleicht gibt es da was ganz Interessantes. Raumattacken-Upgrade. Erhöht die Ladung, sodass mehrere Gegner getroffen werden. Fokusattacke, Konter. Ich bin da eigentlich eher mehr für die Konterattacke. Vielleicht gibt es ein paar Special Moves. Drücke B in dem Moment, in dem Monkey eine Attacke erfolgreich blockt. Okay. Ja, das kommt gut. Ausweichattacke, ja, da haben wir ja zu wenig. Ja gut. Das war's vorerst. Den Rest sparen wir uns, denke ich. Gut, jetzt ist natürlich guter Rat teuer und es wird sich gleich die Frage klären, ob diese Max alarmiert werden, wenn wir diese hier angreifen. Irgendwas hat sich da jetzt bewegt. Aber wir, ja, machen wir einfach Haut drauf und Schluss. Das Problem ist, wenn wir Trippy hier stehen lassen, die davon angreifen, kann das sein, dass die dann meine Trippy total am Arsch haben. Naja. Was soll's? Wir werden das einfach so machen. Oder? Ha, Leute. Probieren wir es. Ist egal. Sonst. So, das wäre der erste Streich. Wir haben da Schüsse vergeudet. Und wie ihr seht, bleiben die anderen unalarmiert. Deswegen. Mit der Konterattacke. Na gut. Konterattacke hin, Konterattacke her. Entweder habe ich das jetzt nicht gesehen oder man muss schon was Spezielles machen. Okidoki. Da ist dann nichts mehr. Aber wie ich sehe, haben wir da
schon einiges an Munition vergeudet. Das hätten wir in Handarbeit auch machen können, oder? Gut, kommen wir drauf irgendwie. Aha. Da muss es doch irgendwo einen Weg rauf geben, oder? Ja, Schatz, ich komme ja schon. Tripitaka. Mach doch nicht immer solche Geräusche. Da verschlägt es mir permanent die Sprache. Und eine Gesundheitsampulle, die haben wir auch noch nie eingesetzt, weil Tripitaka ja auch nie in der Nähe war, wenn wir sie hätten gebrauchen können. Und ich weiß auch gar nicht, wie man die einsetzt. Ehrlich gesagt. Da bin ich zu blöd, hab das noch nicht gesehen, oder? Wirf mich rüber! Ja, das tue ich doch grad, mein Schatz. Komm her, Schatzi. So. Wir haben da keinen Mund mehr bekommen, gell? Oh, oh. Schade. Ich nehme an, da sind auch noch einige. Schauen wir uns zuerst um, ob noch was zu finden ist. Da ist überhaupt nirgends was versteckt, gell? Schaut euch die Schwebebahn an. Komm mal da rein. Das muss ich mir geben. Ne, ist zu. Au weh. Da drüben sind die. Die Entdeckung! Monkey, ich könnte den Köder einsetzen. Ja, das wirst du wohl müssen. Schiff, lenk ihn ab! Es wird schwächer. Vorsicht! Ist sie zu weit weg jetzt? Ah, da okay, kann. Voll geladen! So, jetzt ist die Frage, ob wir da rüberkommen, ne? Lenk ihn ab! Doch. Gut so. Du Trippy, da hätten wir auch gar nicht drüber gekonnt, oder? Ah, da drüben sind Orbs. Hier laufen wir noch schnell. Weiter geht's. Hey Tripp, das ist doch mein Spruch mit weiter geht's. Warte ein bisschen. Wir hätten auch den anderen Weg nehmen können, ja? Wo gehst du hin? Ja, lass mich nicht sterben, komm Schatz. Ah, das ist schon öd. Jetzt lass die mich gar nicht mehr rüber. Meine Güte. Da drüben wäre Moon gewesen auch noch. Halleluja. Na gut, Trippy. Ich lass dich schon nicht allein. So. Und schon sind wir wieder hier, mein Schatz. Was war das? Mist. Nicht weg.
Oh oh. Ich treffe dich auf der anderen Seite. Schatz, du mein liebes Tippitackerlein. Lass mich da allein. Komm. Ja. Gut so. Da gibt's nichts zum Finden. Seht euch die Aussicht an. Okay. Monkey, ich bin hier. Wir müssen uns weiter hinten auf der Brücke treffen. Ist okay. So, ein Blick zurück. Ich glaube, da hinten kommt unser Odi. Wow. Vorsicht, Monkey. Es ist ein langer Weg darunter. Der gibt auch nicht auf, der Odi. So. Wie dein alter VW-Käfer. Warte, ich scanne mal die Straße vor uns. Da brauchst nicht viel scannen. Die sehen wir doch mit freiem Auge. Da vorne sind Max. Ich komme nicht vorbei. Ah, die alarmieren sich gegenseitig. Das sehe ich schon. Oh, verdammt! Ein Geschützturm! Oh, Monkey! Der Turm! Schalt zuerst den Turm aus! Jawohl, Madame. Lenk ihn ab! Sicher! Hey! Hey! Halt auf! Er ist was schwächer! Vorsicht! Trippy, jetzt komm! Ich kann da diese Ampullen nicht nehmen, ne? Klick ihn ab! Verstanden! Es wird schwächer! Vorsicht! Okay, voll geladen! Was ist es mit den Gesundheitsampullen, Leute? Na. Na, hallo, war das knapp. Super, Monkey. Hauen wir ab. Ich glaube, also die Szene spielen wir sicher noch einmal, weil da gibt es eine viel elegantere Lösung. Nehme ich an. Grundsätzlich, wir schleichen uns hier vorbei mit Trippys Ablenkerköder und dann übernehmen wir den Geschützturm und zerlegen die ganzen Mags. Ja,
Gut, so werden wir das dann gleich machen. Also Leute, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich mache hier einen kurzen Schnitt, bevor es weitergeht. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Na, ja, das schauen wir uns doch noch an, oder? Hallo. Und? Alles okay? Ja, noch so eine Störung. Gehen wir einfach weiter. Gut so, Leute. Und ich vertschüsse mich jetzt. Euer Toso. Schönen Abend noch. Tschüss.